wake up. Und da noch einmal auf das Jahr zurückblicken und auch an der einen oder anderen Stelle eben eine Vorausschau anstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren im Kreistag, Damen und Herren der Verwaltung, sehr geehrte Gäste, im Jahr 2015 waren sicherlich der Zustrom und die Unterbringung von Flüchtlingen die alles überragenden Themen auch in unserem Landkreis. Dennoch kann ich zum Jahresende für alle in der Kreispolitik Verantwortlichen ebenso wie für die zugehörige Verwaltung beanspruchen. Wir waren immer bestrebt, auch die anderen Jahresziele konsequent weiterzuverfolgen. Zum Beispiel im Bereich der Bildung. So wurde im Sommer unser Projekt Der Landkreis wird Bildungsregion in Bayern abgeschlossen. In verschiedenen Arbeitskreisen hatten wir das landkreisweite Bildungssystem untersucht und Vorschläge für Verbesserungen erarbeitet. In Kürze bekommen wir das zugehörige Qualitätssiegel. Unser Vorteil daraus, wir haben das ausgiebig auch in diesem Gremium diskutiert, wir können jetzt im Landratsamt ein finanziell gefördertes Bildungsmanagement einrichten, das die Verbesserungen umsetzt mit dem Ziel, kein Talent darf verloren gehen. Die Errungenschaft des Jahres ist für mich die neue Berufsfachschule für Altenpflegehilfe am Standort Pfaffenhofen im Gebäude der Stadtwerke. In Partnerschaft mit der gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste schaffen wir mehrere Effekte. Wir bringen die Altenpflegeausbildung mitten in den Landkreis herein. Die Schule können nicht nur junge Schülerinnen und Schüler, sondern Menschen mit fortgeschrittenem Alter besuchen. Und wir schaffen damit Nachwuchs in der Pflege, für die Heime und für unsere ambulanten Dienste. Ich bitte heute schon darum, uns in der Werbung und in der Information weiter zu unterstützen, damit wir im Schuljahr 2015 und 2016 erneut einen Jahrgang zusammenbekommen. Drei weitere Landkreisschulen haben wir mit Kreistagsbeschlüssen maßgeblich zukunftsfest gemacht. Bei der Georg-Kipp-Realschule in Pfaffenhofen wird seit 3 Jahren der Gebäudealtbestand, der zurückgeht auf das Jahr 1965, also 50-jähriges Jubiläum feiert, für insgesamt 15 Millionen Euro saniert. Sanierungsabschnitt 1 und 2 sind fertig und im Jahr 2016 wird der dritte und letzte Abschnitt ebenfalls fertig, so ist es der Plan, sodass dann die Baustelle Georg-Kipp-Realschule wieder geschlossen werden kann. Im Benediktinerkloster Scheiern, da startete ja bekanntlich 1976 eine Berufsoberschule mit dem Landkreis als Sachaufwandsträger und 2012 haben wir diesen Standort ergänzt um eine Fachoberschule. Kloster und Landkreis haben seit 2012 in enger Partnerschaft einen ganzen Gebäudetrakt an der Südseite des Klosters baulich saniert. 2015, in diesem Jahr, ist alles fertig geworden. Die Fachoberschule verfügt jetzt über neuwertige Klassenräume innerhalb dieser geschichtsträchtigen Mauern. Boss und Voss beherbergen rund 450 Schülerinnen und Schüler. Die Markenzeichen dieser Schule sind die überschaubaren Lerngemeinschaften und das persönlichkeitsorientierte Lernen. Apropos persönlichkeitsorientiert, in Geisenfeld wurde ebenfalls 2015 ein Schulneubau mit Landkreispartnerschaft fertig. Das Sonderpädagogische Förderzentrum mit Tagesstätte. Partner war hier der Verein Hilfe für das behinderte Kind. Zu den 8 Millionen Euro Gesamtkosten hat der Landkreis 2 Millionen Euro beigesteuert. Bei den Baumaßnahmen haben wir einen weiteren Flügel in der Landratsamtssanierung beim Hauptgebäude fertiggestellt, sowie 3 Kreisstraßenabschnitte. 2 davon haben wir gerade gesehen, Münzmünster, Geisenfeld-Gaden, aber auch den Abschnitt Jetzendorf-Chemoden saniert. Was gab es noch an bemerkenswerten Entwicklungen? Seit Jahresbeginn haben wir flächendeckend im gesamten Landkreis die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, eine wesentliche Unterstützung für Schmerzpatienten. Ab
Ab Januar 2016 ist der Landkreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsgemeinschaft. Wir haben das heute beschlossen. Das bedeutet, der von und nach Ingolstadt ausgerichtete öffentliche Personennahverkehr wird schrittweise über ein Einheitsticket abgewickelt. Bei Bahn und bei den INVG-Bussen läuft das bereits seit einem Jahr reibungslos. Das europäische Landentwicklungsprogramm LEADER nimmt Fahrt auf. Die ersten 8 Projekte sind aufgestellt, darunter ein Trinkwasserprojekt, Tourismusprojekte und Projekte mit ganz zentraler Bedeutung für unseren Landkreis. Wie soll sich das Seenland Fehlenmoos zwischen Manching und Geisenfeld entwickeln? Oder wie kann die Mobilität auf dem Lande durch Verbesserungen und bessere Verbindungen zu den Bahnhöfen und in die Städte verbessert werden? Leben im ländlichen Raum, auch in unseren ländlichen Gemeinden, darf kein Nachteil sein. Wir wollen gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land schaffen. Und nicht zuletzt haben wir heute erneut durch die Absenkung der Müllgebühren etwas festsetzen können, was seit 2005 zum wiederholten Male geschehen ist, und das für die nächsten 4 Jahre. Dass schon die Haushaltskassen in unseren Familien, dieser Erfolg macht leicht überflüssig, übermütig. Ich bitte deshalb alle Bürgerinnen und Bürger weiter um konsequente Müllvermeidung, Mülltrennung und eigenverantwortliches Anliefern an die gut ausgebauten Wertstoffhöfe. Neben all diesen Themen wird uns 2016 aber wieder ganz zentral die Flüchtlingsthematik begleiten. Immer wieder müssen neue Schlafplätze gefunden werden, die Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidern und den alltäglichen Dingen des Lebens ist zu organisieren, und gleichzeitig sind Maßnahmen zur Eingliederung dieser Menschen in unsere Bildungseinrichtungen und in den Arbeitsmarkt umzusetzen. Bisher ist alles größtenteils gut gegangen. Dies ist dem großen Einsatz der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Landratsamtes, das will ich hier zuvorderst betonen, den Bürgermeistern mit ihren rührigen Kräften in den Gemeindeverwaltungen und der Caritas zu verdanken. Daneben haben Hilfsorganisationen, Ärzte, Polizei, Schulen und Kindertagesstätten sowie die Arbeitsagentur und das Jobcenter einen gehörigen Anteil am guten Gelingen. Und natürlich gilt der großen Schar der rund 500 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Gemeinden für die großartige tägliche Betreuungsarbeit ein riesiger Dank. Viele Fragen sind ungelöst. Wie geht das alles weiter? Es gibt immer noch keinen deutschlandweit gültigen Masterplan. Es gibt auf viele Fragen nur unzureichende Antworten. Dennoch, das soll uns nicht entmutigen. Wer hätte vor 4 Jahren vorausgesagt, dass wir das leisten können, was bis heute zu leisten war? Ich war vor einem Jahr hier gestanden und habe berichtet von 500 Flüchtlingen. Heute sind es 1400, und ich habe berichtet von 45 Unterkünften, und heute sind es auch knapp die doppelte Anzahl. Besinnen wir uns gerade in diesen Weihnachtstagen auf unsere größten Stärken: Organisationstalent, Zusammenhalt und Nächstenliebe. Mit diesen Eigenschaften werden wir auch das Jahr 2016 bestehen. Ein deutschlandweit bekanntes Wochenmagazin hat unseren Landkreis im Jahr 2015 auf Platz 1 unter 402 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland gehoben. Maßstab waren Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität, Standortkosten sowie Einkommen und Attraktivität unseres Landkreises. Das ist Spitze.
Wir müssen nicht immer spitze sein, aber vorne mit dabei sein bei den Dingen, die für die Menschen in unserem Landkreis wichtig sind. Das bleibt das Ziel auch für 2016. Danke Ihnen allen, den Kreisrätinnen und Kreisräten, den Bürgermeistern und den Mitgliedern der Räte in unseren Städten, Märkten und Gemeinden für die gute Zusammenarbeit. Einen besonderen Dank richte ich an die Sprecher der Fraktionen hier im Kreistag, in vielen vorbereiteten Gesprächen und in der Klausur haben wir die Themen strukturieren können und so eine effiziente Sachbehandlung in diesem Gremium sichergestellt. Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die Vorbereitung, für die Erläuterung und die Umsetzung ungezählter Vorlagen. Ich wünsche Ihnen allen nun etwas Feiertagsruhe, eine Stärkung durch den Weihnachtsgedanken über diese Tage und alles Gute für 2016. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich denke, wir können das zuversichtlich angehen. Vielen Dank für das Jahr 2015. Dankeschön.